Ich möchte gerne in dem Video euch mal zeigen, wie gut das Enteisen von einem Elektroauto morgens funktioniert. Wir haben heute minus 1,5 Grad, also es ist ganz schön kalt. Also guckt mal hier, die Autos von unseren Nachbarn sind zugefroren. Und ich zeige euch erstmal, wie der Skoda im Moment aussieht. Also da steht er im Freien die Nacht über. Ihr seht hier, Scheibe zugefroren und passiert nichts. Ich habe mir mal hier so ein Mikrofasertuch mitgenommen, um euch das mal zu zeigen. Also alles zugefroren, hier hinten alles zugefroren. Windschutzscheibe natürlich auch kräftig zugefroren. Man muss ganz schön drücken, um hier ein bisschen was von dem Eis wegzubekommen. Natürlich Heckscheibe, naja, alles eben irgendwie ganz schön zugefroren. So, und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie wunderbar das funktioniert, das Auto aufzutauen. Und zwar mache ich das aus einem ganz bestimmten Grund. Mir ist es nämlich wichtig, ich drehe jetzt mal die Kamera, mir ist es nämlich wichtig, damit auch ein Stück weit auszuräumen, dass das ja alles irgendwie beim Elektroauto so Käse ist im Winter. Mir geht es aber vor allem auch darum, mal darauf hinzuweisen, wie wahnsinnig gefährlich das ist, mit einem nicht vollständig von Eis befreitem Auto durch die Gegend zu fahren. Das sehe ich nämlich leider immer wieder, habe es auch heute früh gesehen, war vorhin mit dem Hund draußen und gibt es tatsächlich irgendwelche Vollpfosten, die so mit Gucklöchern durch die Gegend fahren. Und ja, das geht natürlich nicht. Und auf der anderen Seite siehst du natürlich auch immer wieder Fahrzeuge, die warm gelaufen lassen werden, was ja verboten ist. Und mit rumzukratzen auf der Scheibe ist irgendwie auch blöd. Und von daher gucken wir mal, wie das im Elektroauto funktioniert. Und genau, das zeige ich euch mal jetzt in diesem Video. Ich drehe nochmal die Kamera um. So. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal in die Eiskiste ein. Und gucken uns erstmal an, wie das hier drinnen aussieht. Ah, naja, wie nicht anders zu erwarten, ist natürlich auch logischerweise wunderbar zu erkennen, wie mega zugeeist hier irgendwie alles ist. So, bevor ich das alles jetzt starte, was habe ich denn für Möglichkeiten? Also klar, ich habe natürlich ganz normal das Heizsystem, das werde ich auch natürlich nutzen. Ich habe eine Heckscheibenheizung, die auch die Spiegel entsprechend freitaut, was auch wichtig ist natürlich. Und ich hätte auch eine Frontscheibenheizung. Die Frontscheibenheizung, die lasse ich jetzt allerdings mal ausgeschaltet. Und zwar ganz absichtlich, weil viele auch Verbrennerfahrzeuge eine Frontscheibenheizung haben. Und ich möchte euch aber zeigen, wie das normale Heizsystem es genauso schafft, hier ganz schnell für freie Sicht und angenehme Temperaturen zu sorgen. So, und dann fangen wir einfach mal an. Wir starten mal das Auto. Das lassen wir aus hier. Ihr seht, es ist jetzt 7.52 Uhr. Und ich mache jetzt Folgendes, dass ich einfach mal auf der einen Seite die Heckscheibenheizung aktiviere und hier einfach mal volle Pulle für das Heizsystem gebe. Und ihr achtet mal drauf, es ist 7.53 Uhr. Ich lasse, wie gesagt, ganz absichtlich hier die Frontscheibenheizung weg. Wir werden im Moment angezeigt, könnt ihr hier sehen, 87 Kilometer Reichweite. Das Auto ist ungefähr 50% geladen. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, was passiert. Ich mache natürlich die Lüftungsschlitze auf, das muss ich hier drüben noch machen, so, und leite das ein bisschen zum Fenster. Hier auf der Seite mache ich genau das Gleiche, ein bisschen zum Fenster hin, das ist klar. Und im Moment kommt hier erstmal eine Menge kalte Luft raus. Richtig, genau. Und ich lasse mir mal spaßeshalber den Energieverbrauch hier einblenden. Also im Moment zieht das System etwas über 7 kW, das heißt, es ist ganz heftig am Aufheizen. Das soll es ja auch sein, es soll ja auch möglichst schnell gehen. Das kostet mich natürlich jetzt so den ein oder anderen Kilometer, das werden wir mal sehen. Und ja, aber es soll ja schließlich hier möglichst schnell losgehen mit der Enteisung der Scheiben. Und dann werfen wir doch schon mal hier einen Blick auf die Frontscheibe und da könnt ihr schon sehen, es geht schon los. Die Frontscheibe, ich merke auch schon jetzt hier die erste warme Luft, die mir hier so ein bisschen entgegenkommt, also in einer rasenden Geschwindigkeit. Wir gucken mal nach hinten auf die Heckscheibe, könnt ihr sehen, die Heckscheibe ist schon fast fertig abgetaut. Ich lasse mal den Scheibenwischer laufen. Also ihr seht, die Heckscheibe, die ist sogar schon frei. Ich lasse allerdings die Heckscheibenheizung jetzt noch an, damit die Spiegel auch entsprechend freigetaut werden. Dann hier, gucken wir mal auf die Seiten. Auch hier könnt ihr schon erkennen. Und natürlich die Frontscheibe. Und jetzt passt mal auf. Zack, Frontscheibe ist frei. Es ist 7.54 Uhr. Noch kann ich natürlich nicht losfahren, weil ich brauche ja auch noch freie Sicht hier zu den Seiten. Und freie Sicht natürlich auch hier hinten, das ist ja klar. Und wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht kratzen. Das
Eigentliche, was ich machen möchte, ist höchstens hier mit dem Lappen irgendwie vielleicht mal noch draußen kurz über die Scheibe drüber gehen, um das endgültig frei zu wischen. Ich kann jetzt im Prinzip die maximale Frontscheibenbeheizung schon deaktivieren. Das ist schon gar nicht mehr nötig. Und 22 Grad ist mir eigentlich auch viel zu warm. Das heißt, ich stelle mal auf 20 Grad runter. Und ihr könnt jetzt hier auch schon sehen, hier ist auch schon, da bilden sich auch schon die Wassertröpfchen. Das heißt, hier ist jetzt also auch schon kräftig freigetaut, hier auch freigetaut. Hier hinten dauert es noch einen kleinen Augenblick. Die Frontscheibe ist, wie gesagt, schon, ja, das hört man, die Frontscheibe ist schon frei. Und die Heckscheibe, hatte ich gesagt, die ist natürlich auch schon frei. Wir gehen jetzt einmal außen ums Fahrzeug herum. Also einmal raus hier. Und da könnt ihr jetzt hier natürlich auch schon sehen, hier, ich kann das jetzt hier problemlos wegwischen. Ja, hier ist es noch ein ganz klein bisschen vereist. Scheibe ist frei. Hier ist es noch nicht. Heckscheibe hatte ich schon gesagt, kann ich aber auch noch einmal drüber wischen. Völlig problemlos. Es gibt keine Kratzer. Ich muss nichts befürchten, dass mir hier irgendwie die Scheibe kaputt geht oder sonst irgendwas passiert. Dann hier an der Seite kann ich natürlich auch entsprechend schon fast alles komplett wegwischen. Ich gucke mal, ob ich sehen kann. 7.56 Uhr. Und wie gesagt, die Frontscheibe, das seht ihr, die ist schon mal komplett frei. Das Einzige, was jetzt hier, wie gesagt, noch fehlt, das sind die Scheiben hinten. Da scheint er ein bisschen zu schwächeln. Ich steige nochmal ein. So. Und hier drin, boah, hier drin ist es jetzt schon richtig ordentlich warm. Es ist 7.56 Uhr. Und um jetzt hier hinten auch noch ein bisschen stärker die Scheiben hinten zu enteisen, werde ich ein bisschen hier mal volle Power nochmal geben, damit das hinten entsprechend geht, und leite mal Maximum auf den Fahrer um. Das merke ich jetzt ganz kräftig, wie mir das jetzt hier mega kräftig entgegenkommt hier. Also hier ist jetzt richtig, geht richtig die Post ab. Wir gucken mal zwischendurch. 94 Kilometer Restreichweite, 5,8 kW ist der Heizbedarf. Also das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da hat sich eigentlich auch noch kaum was getan. Ich werfe mal einen Blick auf die Scheiben hinten. Die sind noch leider noch vereist. Also da schwächelt der Skoda so ein bisschen. Ich habe das Ganze mal mit dem ID ausprobiert. Da geht das deutlich besser. Aber lasst uns einfach mal noch einen kleinen Augenblick warten. Sicher, sicher. Die, natürlich auch hier der Hinweis, die Scheiben sind natürlich entsprechend jetzt auch schon, also nicht die Scheiben, Entschuldigung, die Spiegel sind frei. Das heißt, ich kann die Heckscheibenheizung jetzt entsprechend abschalten. Wunderbar. Könnte jetzt meinetwegen die Sitzheizung anmachen. Also das ist auch kein Problem. Heizleistung ist runter auf 4 kW. Und jetzt gucke ich mal. Ja, jetzt geht's los. Hier, schaut, ich gehe gleich nochmal raus. Die Scheibe hinten taut ganz schnell ab. Hier auch genau das Gleiche. Das zeige ich euch jetzt nochmal draußen. Ich nehme mir den Lappen. Also noch einmal raus. Und, oh ja, hier draußen ist schön kalt. Und jetzt seht ihr hier, guckt mal, wie wunderbar ich hier drüber wischen kann. Scheibe ist frei. Das hat mich jetzt gleich nochmal eine Minute gekostet. Hier auch einmal einfach drüber gewischt. Scheibe ist frei und et voilà, das Auto ist fahrbereit. Jetzt gucken wir nochmal auf die Uhrzeit. Es ist 7.58 Uhr. Wenn man das Ganze ein bisschen optimiert, schafft man es bestimmt noch ein, zwei Minuten schneller. Also überhaupt gar kein Problem. So, jetzt gehe ich wieder auf Auto, damit das hier auch mal ein bisschen leiser wird. Dann könnt ihr mich auch besser hören. Schalte nochmal die Kamera um. So, sehen könnt ihr mich natürlich nicht, weil hier drin ist es einfach stockduster. So, also ihr seht, was können wir jetzt an Fazit ziehen? Also es geht rasend schnell. Ich brauchte nicht zu kratzen. Ich habe ein komplett freies Auto. Das heißt, ich habe komplett freie Sicht nach vorne, nach hinten, zu den Seiten, überall raus. Komplett freie Sicht, maximale Sicherheit, super geringer Energieverbrauch. Das ging wahnsinnig schnell. Guckt, 87 Kilometer, nee, könnt ihr das überhaupt sehen? Ich muss die Kamera drehen, Entschuldigung. So, 87 Kilometer werden mir jetzt hier angezeigt. Also da hat sich so gut wie überhaupt nichts getan. Der Heizenergiebedarf ist jetzt schon runter auf 2 kW. Also dabei bleibt es jetzt auch ungefähr. Wird noch ein bisschen weiter runtergehen. Und ich meine, was bitteschön kann man sich Besseres vorstellen, als so in so einen Wintertag zu starten, mit einer freien Scheibe, mit 100% Sicherheit, mit kaum Energieverlust und das Ganze in rasender Geschwindigkeit. Und das soll es auch schon gewesen sein für dieses Speedy-Video, also euch schnell mal zu zeigen, wie es geht. Und wenn ihr wieder irgendwie mit irgendwelchen Leuten rumdiskutieren müsst, dann zeigt ihnen einfach dieses Video und zeigt ihnen, wie schnell das geht. Und ich hatte noch nicht mal die elektrische Frontscheibenheizung mit benutzt. Das ging einfach wahnsinnig schnell. Wie gesagt, minus 1,5 Grad. Ja, ich weiß, es kann auch noch mehr Eis geben und es kann auch noch mehr Schnee geben. Aber macht das mal bitte in der Geschwindigkeit mit einem Verbrenner. Macht das mal mit einem Verbrenner hier mitten im Wohngebiet, ohne die Leute voll zu stinken.
ohne einen hohen Energieverbrauch zu haben und ohne Leute mit den Geräuschen zu nerven. Das geht definitiv nicht besser. Vielen Dank fürs Zugucken. Schön, dass ihr euch die paar Minuten genommen habt. Denkt bitte dran, super cool, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr die Glocke klickt, die findet ihr hier unten irgendwo. Und schreibt jetzt mal bitte in die Kommentare, wie ist es bei eurem Elektroauto? Geht es genauso schnell? Habt ihr noch andere Tipps und Tricks auf Lager, um das Ganze zu beschleunigen? Da wäre ich sehr gespannt. Tschüss, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.